Welcome to the highlight of German national tours. We will arrive in Brockeshaus, the famous quarter of the original German Nazis. Halten Sie Ihre Fotoapparate und Ihre Kameras bereit. Wir erreichen jetzt das Brockeshausviertel. Die doppelte Verriegelung der Türen und die Gitter vor den Fenstern garantieren Ihnen ein Maximum an Sicherheit. Dennoch möchte ich Sie aus Sicherheitsgründen bitten, Ihre Sitzplätze einzunehmen und sich anzuschnallen. Keep your cameras in position and don't be afraid. Wow, how our special are real Nazis! And the German Nazis are still the best. Maximum of safety. Please don't leave your seats and fasten seatbelts. Was hat der denn da auf die Stirn tätowiert? Zu Rechten ein besonders schönes Exemplar mit Stirntattoo in Runenschrift. Der Mann ist in der Szene bekannt. Es handelt sich um Mirko M. Mirko, der sich selber Odins Hammer nennt, ist mehrfach fotografiert. Gosh! German National Tours von Christian Kuczynski und Markus Seibert. Aber die Arschlöcher haben doch auch was davon. Publicity! Ja klar, negativ, aber Publicity. Papa? Oh, ich wollte nicht stören. Ich rufe Sie später zurück, ja? Hast du schon die Hotline abgehört? Die Touren sind ausgebucht, komplett. Und alles nur, weil der Hirni da mit seinem Hammer gegen unsere Scheibe gehauen hat. Hab gehört, der hält sich wirklich für Odins Hammer. Und jetzt sitzt der Wichser in U-Haft. So geil! Musst du nicht gerade in der Vorlesung sein? Nee, das ist hier gerade viel wichtiger. Wir werden gerade rauf und runter getwittert und gepostet. Hier, jeder kann sich im sicheren Bus auf die gefahrlose Safari in die braunen Ghettos begeben und Neonazis sehen wie Hyänen im Zoo. Oder hier. Hanna. Nein, hier, guck. Diesen Bustouren gelingt das, wovon die Politik nur träumen kann. Und sogar die Taz schreibt. Hanna. Hier, wer weiß. Vielleicht werden so aus den sogenannten national befreiten Zonen wieder normale Wohnviertel. Viertel, in die sich jeder trauen kann. Ob schwarz, gelb oder... Hanna, die Touren sind vorbei. Ich werde die Busse zurückbauen lassen. Was? Es gibt keine Neonazis mehr, die sich von uns ablichten lassen. Ach, das war doch nur Zufall gestern. Die kommen schon wieder raus. Kein Zufall. Totalboykott. Eben wegen dem Polizeieinsatz. Die geben uns die Schuld, dass dieser Mirko mit seinem Hammer jetzt in U-Haft sitzt. Ich habe recherchiert den ganzen Vormittag. Wenn wir mit unserem Bus kommen, hauen die ab. Die wollen uns ausbluten, bis ich pleite bin. Und was heißt das jetzt? Wieder Butterfahrt zu Bauer Harald oder was? Was soll ich denn machen? Ohne Neonazis keine German National Bustouren. Und ich kann mir ja wohl schlecht ein paar Skins aus den Rippen schneiden. Und wenn doch? Blog-Eintrag Z88, 20.05., 14.30 Uhr. Wie schon in den vergangenen Wochen bedrohte ein Reisebus voller gewaltbereiter und deutschfeindlicher Ausländer die friedliche Demonstration rechter Kameraden. Schlimmer noch, statt dem jüdisch-imperialistischen Treiben Einhalt zu gebieten, verhaftete die Polizei den aufrechten, nationalen Kameraden Mirko M. Wir fordern die sofortige Freilassung von Mirko M. Spenden für anstehende Anwaltskosten sind willkommen. Und für alle anderen aufrechten Kameraden. Das Nest dieses Busunternehmens und seiner deutschfeindlichen Lügenscharade befindet sich im Ginsterweg 12. Und? Habe ich den Job? Tut mir leid, Sie wirken einfach nicht, wie soll ich das jetzt sagen, bedrohlich. Der Nächste... Hi! Perfekt! Also ich meine dein Look, dein Outfit. Wie heißt du? Na, wir kennen uns. Ja? Ja, Germanistik, Grundkurs. Ich saß neben dir. Lukas! Ah, ja, 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 ja. Hanna, und hast du sowas schon mal gemacht? Also ich meine, als Komparse gearbeitet? Naja, worum geht's denn genau? Bevor ich dir das erkläre, musst du hier kurz unterschreiben. Was ist das? Eine Verschwiegenheitsvereinbarung. So will mies. Kathi. Ich dachte... Sie will was von mir. Also, was anderes. Verstehen Sie? Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich das nie unterschrieben. Also diese Verschwiegenheitsklausel. Ich dachte, das wäre fürs Fernsehen. Naja, das gibt's ja da öfter. Ich meine, wofür braucht man denn sonst Nazi-Komparsen? Oh, das zieht. Oh, das ist fast fertig. Ein Nazi kennt keinen Schmerz. Oh, Papa, bitte.
Denken Sie einfach an die 55 Euro. Ich habe mich umgehört. Glatze ist voll oldschool. Du hast doch auch eine. Die ist Natur, du Horst. Wenn ich noch Haare hätte wie du, dann würde ich mir... Lassen Sie das mal unsere Sorge sein. Kriege ich eigentlich Spesen und Anfahrt extra? Das ist nämlich normalerweise so. Ach, Sie sind vom Fach? Jawohl. 4-mal Nazi im Tatort, 3-mal Polizeiruf und in dem Untergang war ich auch dabei. Aber Sie sind nicht politisch aktiv. Richtig? Also, mal Michi und ich, wir haben ja auch immer Angst, wenn wir dann so einen Nazi in der U-Bahn sehen. Aber jetzt die mal so aus der Nähe zu sehen, das fanden wir jetzt schon aufregend. Also jetzt nicht sexuell oder so, wir sind auch letztes Jahr im Senegal gewesen, haben wir uns hier hin angeguckt. Welcome to the highlight of German national tours. In a few minutes we will arrive in Brockenhaus. Wir haben nicht einen einzigen Nazi gesehen bislang. Und das Essen war entsetzlich. Ist Klappensaison, aber gleich sehen Sie welche. Ja, das hoffe ich für Sie. Er hat dich also auch gefragt, ne? Na und? Ich interessiere mich nicht für Politik. Und du? Ey, ich wähle. Und zwar das hier. Übst du wohl schon mal den Assi? Alles für die Rolle. Was hältst denn du eigentlich von der Kleinen vom Chef? Der Arsch ist der Hammer. Ich wette, die geht sowas von ab. Aua! Red nicht so ein Scheiß. Sie heißt Hanna. Und bei dir geht sie bestimmt nicht ab. Ja, deswegen musst du mir doch nicht gleich den Stift in den Arm hauen. Scheiße, der Pulli ist fast leer. Wäre viel einfacher, die würden uns richtig tätowieren. Ein Hakenkreuz? Das ist nicht dein Ernst, oder? Na, vielleicht nicht gleich ein Hakenkreuz, aber so ein paar Runen finde ich schon cool. Ist mir egal, ob du einer von denen bist. Bist du bekloppt? Deswegen ist man doch nicht gleich Nazi. Dass wir uns hier für die paar Kröten den Arsch abfrieren. Es ist voll kalt am Kopf. Hey, seid mal still. Ich glaube, die kommen. Halten Sie Ihre Fotoapparate und Ihre Kameras bereit. Wir erreichen jetzt das Brockeshaus. Die doppelte Verriegelung der Türen und die Gitter vor den Fenstern garantieren. Was machen die Decken denn da? Maximum an Sicherheit. Weiß ich doch auch nicht. Keep your cameras in position and don't be afraid. Our special locking system and grills will guarantee you a maximum of safety. Steht einfach dumm rum. Hanna. Was soll ich denn machen? Jetzt winkt der eine auch noch. Was winkst denn du? Ja, hast du eine bessere Idee? Wir sollten doch Kanacken rausrufen. Na, dann mach's doch. Kanacken raus. Kanacken raus! Oh Mann, das ist voll peinlich. Also, wenn Sie mich fragen, wir waren gut. Und das hätte auch gereicht. Das wäre nie und nimmer aufgeflogen. So echt waren wir. Also, in der Rolle, meine ich. Ja, warum auch nicht? Ist ja nicht strafbar, oder? Aber das hat dem Chef nicht gereicht. Der wollte mehr. Die ultimative Show. Blog-Eintrag Z88, 21.05. 0.30 Uhr. In den Städten unseres Landes gibt es immer mehr rechtsfreie Räume, in die sich selbst die Polizei nur noch in großer Zahl traut. No-Go-Areas also. Aber nicht für Ausländer oder Asylbewerber, sondern für die einheimischen Bürger. Die Bürgerbewegung Pro Deutschland fordert daher mit allem Nachdruck eine grundlegende Änderung der politischen Vorgaben beim Thema öffentliche Sicherheit. Die Polizei muss auf der Straße mehr Präsenz zeigen. Auch und gerade in ethnischen und sozialen Brennpunktvierteln, wo Polizei und sogar Feuerwehreinsatzkräfte immer öfter als ungeliebte Repräsentanten eines fremden Staates gesehen werden. Scheiß Kanacken! Nationaler Sozialismus. Jetzt. Jetzt. Nationaler Sozialismus. Jetzt. Nationaler Sozialismus. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, jetzt probiert ihr das nochmal. Lukas, kannst du mal den Zurufer machen? Und wir kämpfen. Frei. Frei. Sozial. Und national. National. Ja, er ist frei. Was? Sozial. Wir kämpfen erst. Wir kämpfen. So, und wir kämpfen frei, sozial, national. Und wir kämpfen frei, sozial, national. Na also, geht doch. Und dabei gegen den Bus springen. Frei, sozial, national. Und so will ich das morgen auch sehen. Die Leute zahlen was dafür. Papa, ich habe hier noch jemanden. Danny. Danny Ndiaye. Ah, ja.
Tag. Also Danny ist bei der Antifa und ich habe ihn gefragt, ob er uns unterstützt bei unseren besonderen Aufklärungsfahrten. Von farbigen, schwarzen Neonazis habe ich ja noch nie was gehört. Mann, das ist unser Opfer. Was? Naja, es war ja erstmal nur eine Idee. Drei Komparsen sind einfach keine Nazi-Meute. Aber die Leute wollen Drama. So schrecklich das klingt, die wollen den Kick. Das verängstigte Gesicht, die aufgerissenen Augen. Die wollen Schreie, das nicht aufhören. Das ist nicht auszuhalten. Aber die halten das aus, weil sie deshalb gekommen sind. Sie wollen ihn leiden sehen. Sie glauben, sie schlagen den Tod, wenn seine Hände vom Gitter abrutschen. Wenn man nur noch die Tritte sieht. Vielleicht ein Stück von seinem Körper, wenn er da gekrümmt liegt. Hab ich das richtig verstanden? Ich soll den Nigger geben, der sich verprügeln lässt? Nur so tun. Ja, aber die Leute wissen, dass das fake ist, oder? Eben nicht. Tut mir leid, da mache ich nicht mit. Danny, wir zeigen den Leuten zu, was die Nazis fähig sind. Wir sensibilisieren. Weil in der Gegend Leute wie du verprügelt werden. Wenn wir da mit dem Bus rumfahren und alle mit ihren Handys und Kameras rausfilmen, das ist besser als Polizei. Damit vertreiben wir sie. Oder hast du schon mal einen Nazi gesehen, der stolz ist, eine Touristenattraktion zu sein? Ich weiß nicht. Mein Vater hat im Kampf gegen rechts mehr erreicht als der gesamte Verfassungsschutz. Ja. Eine national befreite Zone haben wir schon befreit. Hast du doch mitbekommen. Wer weiß, was wir noch alles erreichen. Aber ohne dich... Wer spielt sonst immer Drogendealer? Savottimore, Boat People, verstehen Sie? Komme von Mama Afrika. So immer dieselben Rollen, der Wilde, der nicht richtig Deutsch kann, aber eigentlich ganz süß ist. Und das ist der TV-Rassismus. Nicht einmal was ganz Normales, nicht einfach mal ein deutscher Familienvater oder ein Arzt oder ein Angestellter. Das war realer. Die haben es ernst gemeint mit ihrem Idealismus dahinter. Hanna, auf jeden Fall. Ganz nebenbei, die schönste Frau der Antifa. All aboard, take your seats, please. May I see your ticket? Klar, gerne. How long will the tour take? 4 hours, Max. Ihr Ticket? Hesselbach von der Taz. Das geht nicht. Wir haben keinen Platz mehr. Ist schon okay, Papa. Wir haben telefoniert. Herr Hesselbach, ich habe einen Platz für Sie freigehalten. Blog-Eintrag. Z88. 23.05. 7.30 Uhr. Die vollständige Zerstörung des Feindes muss das einzige Ziel eines aufrechten Kameraden sein. Die Häme wieder dem deutschen Volk... muss Einhalt geboten werden. Meine Waffe ist das Wort. Und das Wort wird über sie kommen. Ich dachte wirklich, er ist der Hesselbach von der Taz. Von dem gibt's kein Bild im Netz. Wahrscheinlich hat sich Ulf Zündel deswegen diesen Namen ausgesucht. Aber wie sollte ich ahnen, dass sich der Blogger der rechten Szene bei uns einschleicht? Nationaler Sozialismus! Jetzt! 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 Dann dreimal. Zweimal und dann... Zweimal, einmal und dann dreimal. Zweimal einmal, oder wie? Muss ich das immer vorbrüllen? Kann das nicht mal einander machen? Ey, seht mal, ein Schwatter. Ist ja ganz schön mutig. Mann, Sven, das ist unser Edelkomparse. Der Hut sieht schwul aus. 20 Minuten zu spät. Das ist denen ihre Mentalität. Sorry, hab's nicht gefunden. Kaffee? Auch gerne. Was für eine Gegend. Nur zu Hause ist schöner. Du sprichst gut Deutsch. Der ist hier aufgewachsen, das hört man doch. Ich komme aus Krefeld, okay? Und deine Eltern? Meine Mutter aus Aachen. Und dein Vater? Ist mit einem Boot über Lampedusa. Krass, echt jetzt? Ja, er ist Asylantenheim, nur Bongo gespielt und schöne deutsche Frau geschwängert. Okay? Blogantrag Z88, 23.05., 8.15 Uhr. Ich zitiere den großen Jürgen Rieger. Die Neger haben einen Intelligenzquotienten, die amerikanischen Neger, von durchschnittlich 85. Das ist etwa die Hälfte zwischen Schwachsinn und Normalbegabt. In Deutschland ist es so, dass die Schwachsinnsgrenze bei 70 angesetzt wird. Normalbegabung bei 100 IQ-Punkten. Der durchschnittliche amerikanische Neger hat einen IQ von 85. Das ist schon aufgehöht, weil er sehr viel weiße Gene hat, weil es eben kaum mehr einen reinen Neger in den USA mehr gibt. Das heißt, die Bilanz ist also beim afrikanischen Neger noch viel schlechter.
Welcome on board of German National Tours. Willkommen zu unserem deutschen nationalen Erlebnis. And where are you from, honey? Oh, I mean, why you say, wo kommst du her? Wir sind aus China. Also, unser Hobby ist Deutschland. You know, Germans are funny. They're, what's the word? Lustig? Lustig. What do you think? My English is bad. I know only four words. Shut the fuck up. Ziel, ein deutsches Dorf in einer abgelegenen Gegend. Der Ausländeranteil beträgt hier 2%. Doch gerade hier wächst und gedeiht der Rechtsradikalismus. Politiker sagen, es liegt an der Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Doch die sozialen Bedingungen erklären den wachsenden Einfluss von rechts gerade in diesen abgelegenen Gegenden nur zum Teil. Vielmehr ist es ein allgemeines Klima, also beispielsweise, dass Deutschsein etwas mit dem Aussehen zu tun hat. Stichwort Hautfarbe. Auch in den USA gibt's Rassisten, aber die würden keinem Schwarzen absprechen, dass er Amerikaner ist. Hier ist es anders. Die tun sich noch weh. Aua, echt, vorsichtig. Voll unecht. Und dann gehst du einen Schritt zurück und dann mit dem Knie. Au! Oh, sag mal, spinnst du? Ja, du musst dich halt wehren, du Opfer. Entschuldigung, soll echt aussehen. Mach nicht auf die Nase. Das ist mein Taschentuch. Dummer Bimbo. Na, na, na. Na, ist doch wahr. Klug scheißt hier rum, als wenn er was Besonderes wäre. Hat voll geblutet. Das ist doch scheiße hier. Du bist mir voll reingelaufen. Tut mir leid. Darf ich jetzt mal? Lass mir eine reinhauen. Ja, ich muss doch auch üben. So, was ist denn das für eine Pfeife? Na, 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 jetzt ist aber mal gut. Hört ihr das? Ein Fallschirmspringer? Sollte man nach oben sehen. Jeder wäre der Gerne. Was will denn der hier? Diese Demokratie braucht sie. Die AfD findet Lösungen, wo andere nur Probleme sehen. Mein Name ist Thorsten Krüger und unser Motto ist: Wir sorgen uns. Alles okay? Wir haben schon ganz viele Souvenirs. Wollen Sie sehen? Mhm. Ein Schuh. Von Goebbels. Klumpfuß. Ihr Klumpfuß klingt aber süß. Und dazu Schuhcreme. Original von 1938. Was ist das? Kapitulieren wir Deutschland niemals. Hitler-Actionfigur. Wir haben diese Sachen eben nicht an Neonazis verkauft, sondern an die Gegner, verstehen Sie? Wenn, also sagen wir mal nur als Beispiel, alle Juden Hakenkreuze tragen würden, wie ein Modeaccessoire, das zersetzt die symbolische Wirkung des Hakenkreuzes. Wie mit Hitler-Parodien im Kino zum Beispiel. Wenn wir nicht mehr Angst haben, sondern darüber lachen können, zerstören wir die Macht des Tabus. Kurz, es geht nicht um Affirmation, sondern um Überaffirmation. Wir haben aber auch kleinere Sachen, Parteiabzeichen, Aufnäher von der Wikingjugend. Ach, ist der schön. Den nehme ich. Den Aufnäher von Wikingjugend. Ja, gerne. Hier, diese schicke SS-Mütze. Ich glaube, die steht Ihnen. That's a real SS hat? Can I try it? Warum wir das unbedingt sehen wollten. Das ist wie mit den Orks aus Herr der Ringe. Die fand ich schon immer viel cooler als die Guten. Die Nazis sind die deutschen Orks, oder? Würden Sie sich nicht Orks angucken, wenn Sie die angucken könnten? Willkommen zur Wahlveranstaltung mit Thorsten Krüger. Stellen Sie Fragen, die Sie sich bisher nicht getraut haben. Was ist mit den Banken und den Konzernen? Die machen sich die Taschen voll, aber die Ärmsten werden immer ärmer. Genau, immer ärmer. Sehen Sie, auch ich habe klein angefangen. Aber man darf nicht immer alles so negativ sehen. Wir haben die geringste Arbeitslosenquote in ganz Europa. Im Fußball sind wir Weltspitze. Ey, wetten wir wären Weltmeister? Und wir sind schon Weltmeister in so vielen. Wir leben in dem großartigsten Land der Welt, das dürfen wir nie vergessen. Na, da recht, ne? Nur, dass ihr bald kein echter Deutscher mehr Arbeit findet. Liebe Freunde, wogegen wir wirklich sind, und da werden wir uns sträuben bis zur letzten Patrone und niemals nachgeben, dass wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme haben. Das wollen wir nicht, liebe Freunde. Aber wenn jetzt die Bulgaren und Rumänen auch noch hierher dürfen mit ihren Dumpingpreisen, dann gibt's bald eh nicht einen deutschen Handwerker mehr. Ja, das Boot ist voll.
Das sagen auch wir bei der DFP. Das muss sich ändern. Ich musste meinen Laden dicht machen. Scheiß EU! Ja, scheiß EU! Die ganzen anderen Staaten, die werden unterstützt mit unseren Geldern. Ja, irgendwann kommt es so weit, dass wir Deutschland verkaufen müssen, weil einfach keine Gelder mehr da sind. Das sind wirklich sehr kluge Sachen, die Sie da sagen. Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Was denn für kluge Sachen? Hör mal, ich habe das am eigenen Leib erlebt, wie das ist, wenn die Firma den Bach runtergeht. Du siehst um dich rum lauter Polen, die das billiger machen. Unser Wohlstand funktioniert doch nur, weil die alle hier sind. Dann geh doch nach Afrika zurück. Oh. Ja, da wirst du schon sehen, wie das ist. Ich bin deshalb pleite. Ich höre so oft Geschichten wie Ihre. Traurige Geschichten. Geschichten, die mir nahe gehen. Hier, unser Wahlprogramm. Die DFP hat immer ein offenes Ohr. Kommen Sie doch mal vorbei. Jetzt muss ich leider weiter. Ja, genau. An diesem Tisch hat schon Adolf Hitler den gleichen Schweinsbraten gegessen. 1930 nach seinem Wahlkampfauftritt. Und das finden Sie witzig, dass hier jetzt diese Touristen essen? Nee, das ist nicht witzig. Das ist politisch. Aber wie genau, da reden Sie doch besser mit meiner Tochter. Mach ich. Aber wo stehen Sie? Auf der richtigen Seite, so wie Sie. Es heißt, Sie haben bei dem Krawall ein wenig nachgeholfen. Mm-mm. Wer steckt wirklich hinter diesen Touren? Die Grünen? Die Linken? Ich bin Geschäftsmann. Ah, also geht's Ihnen nur ums Geld? Das habe ich nicht gesagt. Und wieso sind Sie sich so sicher, dass die Nazis wirklich da sind? Erfahrungswerte. Blogantrag Z88, 23.05.13 Uhr. Im Ebersegg finden seit geraumer Zeit nationale Konzertveranstaltungen statt, die natürlich der gewaltkriminellen Antifa-Szene schwer im meinungsfeindlichen Magen liegen. Der unpolitische Wirt wurde mehr als einmal von der diktatorischen Gutmenschenmafia aufgrund seiner Geschäftspraxis unter der Gürtellinie öffentlich angegangen. Hallo? Ulf Zündel hier. Ulf Zündel? Vom Block Z88? Ja. Wisst ihr was von einer nationalen Aktion im Brockeshausviertel? Nee. Wer denn? Mirko haben die Bullen doch kaltgestellt. Dieser Busunternehmer Gerhard, der... Dem haben wir einen Stein reingeworfen. Ach gut. Aber der meint, da geht heute was. Seht doch mal nach. Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Was steht da hier, Günther? Sozial geht nur national. Die Macht des Geldes muss gebrochen werden und eine auf nationalen Pfeilern gefestigte Volksgemeinschaft geschaffen werden. Ja, aber wer ist denn die Macht des Geldes? Die Lobbyisten. Die Politiker, die tanzen noch nach deren ihre Pfeife. Aber jetzt kommt mal die entscheidende Frage. Wer kontrolliert die Lobbyisten und die Großkonzerne? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ja, ich sag's dir. Von wem wird denn unser Gehirn gewaschen täglich? Hollywood. Genau. Und wer kontrolliert Hollywood? Die Juden. Und wer kontrolliert die Wall Street? Die Juden. Echt? Leute, ihr seid doch paranoid. Paranoid? Ich bin paranoid? Hör mal, das kann mir doch keiner erzählen, dass das Zufall ist. Überall, wo Geld und Macht ist, sind die. Und ganz unten in der Nahrungskette? Der kleine Mann. Wir. Ja, wir sind nur noch da, um zu konsumieren. Ja, genau. Und unsere Regierung wird auch von Juden gesteuert. Das ist doch totaler Quatsch. Allerdings. Quatsch? Quatsch, sagst du? Ja, was meinst du denn, wer wirklich die Fäden in der Hand hält? Wer sitzt denn in den Führungsetagen? Oh, ja, lass mich raten. Die Juden. Ganz genau. Ach, und was ist mit Bill Gates oder Steve Jobs oder hier Dieter Zetsche von Mercedes? Das sind für dich jetzt auch alles Juden, oder was? Marionetten. Das sind alles Marionetten hier von den Juden. Blog-Eintrag, Z88, 23.05.16:30 Uhr. Die Antifanten haben uns wahrheitswidrig unterstellt, dass einer von uns bei einer Kundgebung Deutsche wehrt euch, kauft nicht bei Juden gerufen haben soll. Obwohl es laut Pressestelle der Polizei ein linker Gegendemonstrant war. Gut. Ihr sollt die Nazis nur spielen. Schon vergessen? Genau. Das wird mir auch alles ein bisschen zu politisch hier. Können wir über was anderes reden? Essen zum Beispiel. Ich hab nichts mit. Hier ein paar Häuser weiter ist ein Metzger. Brauchst nicht hin. Hab Kaminwurzeln und Knacker dabei. Dürfte für alle reichen. Super.
Mann, ist das so geil. Och, danke für mich nicht. Vegetarier? Ach nee, ich hab's noch nicht so mit Schweinefleisch. Jude oder was? Na klar, ich bin einer von den drei schwarzen Juden. Du bist Moslem? Na und? Was ist das denn? Entschuldigung, Hitler-Actionfigur. Nee, ich meine, der Bus steht total schief. Papa, ich habe eben mit dem Wirt geredet. Der will nicht mehr. Der Laden war doch voll. Ja, er sagt, er hat eine Drohung erhalten. Na und? Wir können mit unseren Drohbriefen inzwischen unser Büro tapezieren. Überhaupt eine gute Idee. Können wir auch noch verkaufen, was meinst du? Oh, Papa. Der will 300 zusätzlich. Das ist sein letztes Wort. Der kann nicht mal. Es gibt Dutzende von Krautern wie denen. Die sind froh, wenn wir bei denen absteigen. Oh, nee. Was ist? Oh, Scheiße. Na, wieder ein Anschlag? Sieht so aus. Oder wollen Sie behaupten, ich hätte die Reifen selber zerstochen? Das war ja nicht das erste Mal. Drohungen, Schmierereien, Beschädigungen, kaputte Reifen, zerschlagene Fenster. Die versuchen systematisch, Leute einzuschüchtern, die sich gegen sie stellen. Na, na, na. Es ist voll kalt. Also ich kann das verstehen, wenn die Leute nicht noch mehr Moscheen haben wollen, so wie in Köln. Hör mal, Köln hat gut 1000 Kirchen. Ich meine, was ist mit Religionsfreiheit? Hey, die Terroranschläge 2003, die wurden alle von Deutschland aus geplant. Und von wem? Von Islamisten. Okay, die Nummer. Also nur weil ich Moslem bin, bin ich doch nicht gleich auch Islamist und Terrorist. Aber das sind deine Glaubensbrüder. Okay, ich nehme an, du bist Christ. Fühlst du dich verantwortlich, wenn ein fanatischer Christ irgendwo Scheiße baut? Wir bomben uns aber nicht selbst in die Luft. Genau. Ich finde auch. Du machst es dir etwas einfach. Was? Ich mach's mir einfach? Ich sehe da eine stramme Solidarität zum Mohammedanertum bei dir. Oh Mann, ey, wo bin ich hier gelandet? Blog-Eintrag Z88, 21.05. 17 Uhr. Welches Land dieses Planeten dehydriert mehr beim Thema Rechtsextremismus als Deutschland? Warum empört sich keiner darüber, dass die hierzulande bislang über 150 Ehrenmorde eine nicht einmal ansatzweise ähnliche Beachtung erfahren? Warum beklagt sich keiner über die wachsende deutschen Feindlichkeit, die sich mit brutalen Angriffen und Verbalbeleidigungen wie Scheißchrist, Kartoffelfresser, Schweinefleischfresser etc. ausdrückt? Nein, immer wird auf die vermeintlichen deutschen Nazis eingehackt. Soll ich nicht doch den Pannendienst anrufen? Geht schon. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, diese Touren anzubieten? Also mein Vater hat früher Kulturreisen durchs Ruhrgebiet angeboten, Architektur, Museen und so. Einmal haben sie sich verfahren, in der Gegend, wo wir gleich hinwollen. Das war eine Stimmung. Kahlrasiert, Bomberjacken, Springerstiefel, üble Visagen. Die haben rumgegrölt. Und dann hat eine Türkin mit Kopftuch die Arschlöcher fotografiert. Und gleich alle anderen auch. Richtiges Blitzlichtgewitter. Und plötzlich waren die so klein mit Hut, die sind weggerannt. Kameras und Fotoapparate. Die ultimative Waffe gegen rechts. Sie meint, welcher gefährliche Neonazi will schon in irgendeinem Touri-Urlaubsalbum kleben? Fotografiert wie ein Affe im Zoo. Nach meiner Recherche lief es damals mit dem Busunternehmen nicht so gut. Mein Vater ist der Einzige, der wirklich was bewegt. Deutschland war am stärksten, wo es Großdeutschland war. Na ehrlich, echte Neonazis, die gibt es doch nur im Osten. Die hätten ruhig drüben bleiben können. Und was seid ihr? Wir sind das Volk. Aber wir sind ganz sicher keine Nazis. Ach so, na klar. Die müssten langsam mal da sein. Ich ruf mal an. Im Büro ist keiner. Schon probiert. Hab ne Handynummer. Hey, Hanna. Ja, wo seid ihr? Nee, oder? Reifenpanne. Hier. Na, wenn die mal nichts miteinander haben. Ein Moslem tut dir nicht gut. Oh, mach's mir mit deinem dicken Negerpimmel. Ja. Oh ja, ja, doch, ist so groß. Jetzt hör mal auf, du Assi. Hey, Spaß. Meinst du, ich find's geil, wenn einer wie der unsere Frauen vögelt? Ach, mir reicht's jetzt. Ich geh mal Bier holen. Ey, ich komm mit. Blog-Eintrag Z88, 20.05. 20.10 Uhr. Deutsche
die mit Baumwollpflückern auf sexueller Grundlage verkehren, müssen geistesgestört sein. Unser nächster Halt, das Brockeshausviertel. Hier befindet sich eine der sogenannten national befreiten Zonen, in der die Neonazis ihre Gesinnung offen zeigen. Our next halt, the Brockeshausviertel. Here is one of this so named National Free, in where the Neonazis hear her thoughts. Show. This is ridiculous. I can't understand a thing. So where's your daughter? Wo ist denn ihre Tochter? Ja, bei dem Journalisten hin. Hannah, kommst du mal bitte nach vorne? Okay. Aber diffamieren Sie mit Ihren Touren nicht auch unbescholtene Bürger? Ich würde sagen, wir wollen bloßstellen, was sich unter dem Mantel dieser, wie Sie sagen, Unbescholtenheit versteckt. Beispiel. Vor 2 Monaten der Brand in dem Asylantenheim. Ja, aber haben Sie nicht den Eindruck, es gibt vielleicht zu viele Asylanten in Deutschland? Es gibt eine Menge unbescholtener Bürger, die das so sehen. Die standen da mit Schaum vor dem Mund. Das ist ekelhaft. Wohnen Sie neben einem Asylantenheim? Nein. Aber ich hätte nichts dagegen. Das sagen Sie so. Dann ziehen Sie doch dahin. Und da gibt es jede Menge freier Wohnungen drumherum jetzt. Weil außer Ihnen und Ihrer Gutmenschenmafia will da nämlich keiner wohnen. Gutmenschenmafia? Hanna, kommst du jetzt bitte mal nach vorne? Okay. Vielen Dank, Herr Heschelbach. Was wollen die denn? Siehst du die hier so rüberstarren? Komm, lenk nicht ab. Ich würde an deiner Stelle einfach etwas vorsichtiger sein. Ach, aber das ist doch Hannas Sache, wem sie ihre Nummer gibt oder nicht. Ich sag ja nur. Und Sven, naja. Ja, ja, ist ein Rassist. Das würde ich nicht so sagen. Ja, und was willst du damit sagen? Naja, das mit Hannah macht halt einen komischen Eindruck. Und für Sven machst du hier ganz schön auf dicke Hose. Also dafür, dass du... Ja, dass ich was? Schwarz bin? Moslem bin? Anders bin? Weißt du, was ich glaube? Was? Auch das liegt an den Juden. Mit ihrer Holocaust-Lüge da. Na, verlaufen? Ey, guck mal. Der Opa macht voll auf Bonehead-Skin. Aber macht mit einem Neger rum. Mach ich nicht, und jetzt hau ab. Guck mal, die Klamotten. Der ist nicht echt. Klar bin ich echt. Ist vielleicht so eine Fetischsache. Oh, und ganz kuschelig habt ihr es euch auch gemacht. Ja, schön mit Lagerfeuer. Bist du schwul? Negerpüppi. Hey, Finger weg. Aua! Halt die Fresse. Ich hätte niemand gefragt. Also, Opa, was machst du hier mit dem? Wir mögen nämlich keine Neger hier. Und auch keine Negerfreunde. Ich kenne den gar nicht. Was bist du denn für ein Spaß? Ich bin nur zufällig hier. Was? Ah, zurück! Oh, oh, oh. Dem Nächsten fackel ich die Haare ab! Was wartet ihr? Los, macht sie fertig! Alles okay? Scheiße, der Scheißneger hat mich voll verbrannt mit seinem Ast. Das kriegt er wieder. Dem machen wir ein Branding, dass er weiß, wie man gehört. Ich kann nicht mehr! Warte! Da vorne, Sven und Lukas. Was rennt ihr denn so? Der redet von Gutmenschenmafia. Der klingt wie einer von der Kameradschaft. Er ist jedenfalls nicht von der Taz. Wir sind fast da, du musst die Durchsage machen. Papa, was machen wir denn jetzt? Jetzt nimm das Mikro. Oh. Ja. Halten Sie Ihre Fotoapparate und Ihre Kameras bereit. In wenigen Minuten erreichen wir die national befreite Zone, den Höhepunkt unserer Fahrt. Welcome to the highlight of German National Tours. In a few minutes we will arrive at our final destination, Brockeshaus. Ihr habt Angst vor ein paar Kindern? Von wegen Kinder. Aber wir sind doch Deutsche. Dann red du doch mit denen. Scheiße, da sind sie! Oh, okay. Der Nigger ist tot! Wir wollen dich. Stimmt. Tut mir leid. Halt ihn fest! Das könnt euch so pöffen, ihr Wichser! Schnunzerlinen, dachten, die lassen uns jetzt in Ruhe. Aber die haben sich aufgeteilt. Ein Teil hinter Danny her, der Rest kam auf uns zu. Und dann... Scheiße! Was wollen die von uns? Wir sind Deutsch und Nazis! Ja, frei, sozial und national! Wir wissen, dass wir nicht echt sind. Es lebe Adolf Hitler! Schon vergessen? Der Typ ist tot. Wie ihr.
Scheiße. Scheiße! Jugendliche. Vielleicht 14, 15 Jahre alt. Mit allem Möglichen bewaffnet. Und dann haben die uns zusammengeschlagen. Daran sieht man doch, dass wir keine Nazis sind. Also ich meine, die haben das Spiel irgendwie durchschaut. Wo sind die verdammten Spinner? Ich habe keine Ahnung. Danny hat gesagt, die warten schon auf uns. Soll ich ihn nochmal anrufen? Oder wir fahren einfach weiter? Auf keinen Fall. Ich improvisiere was. Gib mir mal das Walkie-Talkie. Und dann standen wir vor diesem Spielplatz. Mitten im Nirgendwo. Kein Mensch weit und breit. Alles völlig leer. Nur Reste von einem Feuer qualmten da. Der Fahrer ist ausgestiegen über dem Spielplatz. Dann hat er so getan wie ein Pfadfinder. So Fährten gelesen. Hier geguckt, da geguckt. Sogar leere Bierdosen hochgehalten. In letzter Zeit ist es schwieriger geworden, Nazis vor die Kamera zu bekommen. It's getting more and more difficult to get the Nazis in front of your cameras. Was macht er da? Keine Ahnung, wie ein Boy Scout. Sie sind scheu. They are shy. Nicht so, also nachdem wir... Die Asche ist noch warm. Ich erfahre gerade, die Asche ist noch warm. Sie können also nicht weit sein. They can't be that far away, the Nazi. Haben Sie den Jungs zu wenig gezahlt, oder was? Betrug! Betrüger! Ich will mein Geld zurück. You auch, you. I want my money back. Nein, nein, hören Sie nicht auf diesen Mann. Er ist der Betrüger. Sie sind nicht Hessiger. Wer sind Sie wirklich? Mein Name ist Ulf Zünde von der Freien Presse 88. Und ich bin hier, um Sie aufzuklären. Denn was Sie gleich sehen werden, sind gemietete Komparsen, die Ihnen hier die Nazis geben sollen. Wie abgeschmackt ist das denn? Ist das wahr? Wie ist die Stimmung? Nicht gut. Mann, der Typ ist von der Freien Presse 88. Der wiegelt ja... Hanna? Scheiße. Zurück in den Bus! Nazis! Zurück in den Bus! Nazis! Was? Wo? Da vorne! Hanna! Da hinten kommt ein Trupp Nazis. Echte Nazis. Neuer nationalsozialistischer Netzwerke verhindert! Ach, ihre erste einer. Bürgerpflicht als Deutsche wäre doch erst am... Da rennt einer. Der ist ja schwarz. Was für eine Schmierenkomödie. Ladies and Gentlemen, what a comedy ist das? Da kommen noch mehr. Es geht los. Ich wusste, ist echt. Die sehen aber böse aus. Ich habe mir die ganz anders vorgestellt. Danny, was... Wo sind die anderen? Wir haben die Seiten gewechselt. Was? Na, dann machen wir mal besser die Tür zu. Dann ging alles ganz schnell. Hinter dem Schwarzen kamen erst 3, 4 Jugendliche. Die sahen eigentlich ganz normal aus. Schwarze Kapuzenpullis, Jeans. Aber vermummt. Eine hatte einen Baseballschläger dabei. Und der Busunternehmer und der Schwarze sind dann zurück zum Bus gerannt. Und dann kamen immer mehr und mehr. Bitte, bleiben Sie bitte auf Ihren Plätzen. Die doppelte Verriegelung der Türen und die Gitter vor den Fenstern garantieren Ihnen ein Maximum an Sicherheit. Our special locking system will guarantee you a maximum of safety. Please don't leave your seat. And fasten your seat belts, please. Please. Wir müssen die ablenken. Aber wie? Ausländerwagen! Jetzt kriegt ihr es! Scheiß guten Menschen! Verlust euch mal! Der da! Der da an der Tür! Herr Zündel, lassen Sie die Tür los! Die Tür kriegt er nicht auf. In den Dreck gezogen haben Sie das völkische Gedankengut, die Reinheit, besudelt. Nazi! Hier drin! In hier? Lasst meine Kameraden, werden euch mit Stumpf und Stier. Papa, die versuchen den Bus zu kippen. Bin gleich fertig. Los, das ganz knapp. Ich werde euch zerhacken, zertreten. Gut,
dahin. Die Uhren sind noch weiß. Was soll das mit den Schuhcrane? Ich hab gedacht, die sind völlig verrückt geworden. Der Busfahrer hat dann diesem rechten Blogger schwarze Schuhcreme ins Gesicht geschmiert. Keine Ahnung, woher sie die hatten. Original Schuhcreme von Goebbels. Was für eine Schuhcreme? Original Goebbels Schuhcreme. Das sieht nicht sehr echt aus, oder? Gib mir mal deinen Hut. Am besten deine Jacke. Was? Los, mach doch, Danny, zieh deine Jacke aus. Hanna, mach mal die Tür auf. Aber dann haben sie ihn rausgeschubst. Und ich kann nur sagen, das war beeindruckend. Also, der sah aus wie ein Schwarzer an Karneval. Ihr seid weiß! Ihr seid rot! Was ist das denn für ein Nigger? Nein, nein, ich bin einer von euch! Habt ihr gehört? Einer von uns? Ja, ganz genau. Ich bin Ulf Zündel. Scheiß Nigger! Ja, das ist Schuhcreme. Nee, der Verräter hat sich als Nigger verkleidet. Ewe! Perverse Sau! Mach dich fertig! Wir sind alle auf ihn drauf, wie eine Meute Zombies. Also man hat ihn gar nicht mehr gesehen. Und dadurch war der Weg dann frei. Und? Hat sich's gelohnt? Hau ab, du Arsch. Was wollt ihr hier? Gage auszahlen. Obwohl sie sich nicht an die Abmachung gehalten haben. Sollen wir uns jetzt bedanken, oder was? Warum nicht? Was ist denn eigentlich mit eurem Kollegen Zündel? Das ist kein Kollege. Der liegt noch auf Intensiv. Da fehlen die Spießen. Wir haben euch Brownies mitgebracht. Ohne Schuhcreme. Und die Zeitungsartikel. Haut bloß ab. Scheiße. Und was machen wir jetzt? Na, weiter natürlich. War doch ein voller Erfolg. Wir holen uns ein paar Komparsen. Oh, nee. Keine Komparsen mehr. Wir gehen anders vor. Ich habe hier eine Karte mit den ganzen national befreiten Zonen. Ja, und? Die werden jetzt von uns befreit. Eine nach der anderen. In echt. German National Tours von Christian Kuczynski und Markus Seibert. Die Rollen und ihre Darsteller waren Hanna, Friederike Kempter, Richard, Martin Brambach, Ulf Zündel, Dennis Moschito, Danny, Felix Frenken, Günther, Ronald Kukulis, Lukas, Jean-Paul Beck, Sven, Steffen Shorty Scheumann. In weiteren Rollen Janina Fautz, Dante Selke, Guido Lamprecht, Mu Zui, Anna-Sophia Lumpe, Volker Zack-Michalowski, Christian Schramm, Pingting Zhang, Tom Zahner und viele andere. Technische Realisation Werner Jäger und Sebastian Nohl. Regieassistenz Simon Kamphans. Regie Christian Kuczynski. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014. Dramaturgie Nathalie Challis.